So Leute, weitere Breaking News zu den 250 Millionen Celebration, vor allem zu den Charakteren, die wir uns vorhin im Video angesehen haben, zu dem AGL, Super Saiyan Goku und Tech, erste vom Freezer, das werden ja die Dual Dokkan Fest Charaktere sein. Das sind nicht die Preise aus dem Wettbewerb, Freunde, ja, das sind andere Charaktere. Zum allerletzten Mal, hört richtig zu, wenn ich mit euch rede, Freunde, zum allerletzten Mal, es gibt zum einen einen Block mit einem Goku, mit einem Strength Goku und einem physisch Final Form Freezer. Der Gewinner bekommt Goku, der Verlierer bekommt physisch Final Form Freezer. Zweiter Block ist quasi, es wird ein LR Goku und Angel Freezer geben, denn das wird wahrscheinlich der aus dem Dragon Ball Super sein, aus Dragon Ball Super Tournament of Power. Dritter Block, ein Dual Dokkan Festival. Ja, zwei Banner, Dual Dokkan, neue Dual Dokkan Charaktere. Einer ist AGL Super Saiyan Goku, der andere ist Tech, erste Form Freezer. Und über die beiden haben wir quasi vorhin Leaks bekommen, zwecks ihrer neuen Transformationsmechanik. Jetzt kamen weitere Leaks rein, und zwar durch einen Stream. Im Stream hat der Leaker Kowai und iSeriously quasi die Leaks gezeigt. Und Freunde, bitte, bei allem Respekt, wir sind gehypt, alles schön und gut, ich bin auch gehypt, aber das sind im Endeffekt Leaks, das sind Gerüche, die müssen wir mit allerhöchster Vorsicht betrachten, denn die Leaker selbst sagen, hier steht es auch dran, keep in mind, everything can change, behaltet im Hinterkopf, alles kann sich ändern, und die beiden Leaker haben auch gemeint, für die nächsten Tage werden sie jetzt nichts mehr leaken auf ihren Twitter-Seiten, nichts mehr tweeten, jetzt müssen wir quasi abwarten, sie können auch nichts mehr aus den Daten herausfischen, das werden jetzt quasi alle News sein, die wir für die nächsten Tage haben werden, bevor die Celebration anfängt. Wann fängt denn die Celebration an? Wir haben kein festes Datum, aber da das Zeitraum des Konsumierens der Dragon Stones bis zum 21. geht, schätze ich mal, dass wir dann quasi noch eine Woche sich Zeit nehmen werden, so 28. bis die Celebration enden, bis das Ganze vorhanden ist. Und dann könnt ihr meiner Meinung nach, meiner Vorstellung nach, am 28. so quasi oder einen Tag davor, einen Tag danach, am 28. sagen wir mal, die 250 Millionen Celebration anfangen und ein paar Tage drauf, am Freitag, das war der 31. glaube ich, 31. August, so um den Dreh herum, Ende August, Anfang September, könnten dann die neuen Units, das neue Dokkan-Fest, die Dual Dokkan-Fest, nämlich der AGL Super Saiyan Goku und Tech Erste von Freezer online kommen in ihren eigenen Banner. Die LR quasi, die LR-Version, LR Goku und Freezer Angel sollten dann Mitte September kommen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt quasi ein bisschen mehr zwecks ihren Leader Skills und ihre Passive. Wir schauen uns mal alles an. Freunde, bitte mit Vorsicht genießen. Es sind im Endeffekt noch Gerüchte und Leaks. Also gut, und zwar, wir haben für die Leader Skills einmal der Super Saiyan Goku, AGL Super Saiyan Goku, wird wahrscheinlich haben Ki plus 3 HP Attack 120% für Super Class. Super Class heißt ohne Einschränkung. Es muss nicht wie bei Tech Vegito Blue sein, dass jeder Typ muss einmal vertreten sein muss. Nein, für jeden Super Class Alliierten Verbündeten bekommt ihr quasi Ki plus 3 HP Attack 120%. Ist ein guter Leader Skill, finde ich auf jeden Fall solide. Andersrum, Logo, genau, einmal einfach gespiegelt. Gegenteil ist Freezer, er gibt den Extreme Class Ki plus 3 HP Attack 120%. Ohne Einschränkung, nicht jeder Typ muss einmal vertreten sein im Team, so wie bei Rosé momentan. Ohne Einschränkung, alle Villains rein und gut ist. So, genau. Dann haben wir quasi, die zwei neuen Units, wie gesagt, AGL Goku und Tech Freezer werden in ihren eigenen Bannern erhältlich sein. Dual Dokkan Fest, jeder wird in seinen Banner sein, zwei Banner werden online kommen. Und zwar wird es noch einen zusätzlichen Goku geben, der sich Dokkan nennen kann in Kaioken Goku. Und ein Final Form Freezer wird es auch noch geben, zusätzlich SSR-Karten. Ihr merkt, es kommen sehr viele Gokus und sehr viele Freezer, aber das Wichtigste, was ich für euch merken muss, ist quasi, dieser AGL Goku und der Tech Freezer sind die Dokkan-Fest-Charaktere, sind neue Leader, die kommen werden in ihren eigenen Bannern. Dann wird LR Goku und Freezer Angel aus Dragon Ball Super, werden wir gleich noch uns anschauen, was da quasi noch zu ihnen bekannt ist. Und diese Preiskarte aus dem Wettbewerb, ein physisch Freezer und ein Strength Goku. Ich weiß, bisschen viel Goku und Freezer, aber hört genau zu und dann wisst ihr quasi den genauen Unterschied, über welchen Charakter wie wo geredet wird und welcher Charakter quasi wie man erhält. Also, Ohren auf. Dann haben wir noch quasi, dass Goku in vier Kategorien sein wird. Er wird in Super Saiyan 3 sein, Dream of Gods, Pure Saiyan und einen anderen Kategorie, von dem er nicht gesprochen hat. Ich könnte mir eigentlich vielleicht vorstellen, Planet Namek sagt Kategorie, weil es ist ja der Goku aus Namek, aber muss das sein. Also eine vierte Kategorie haben wir noch da, in der er sein könnte. Ansonsten würde ich so spontan mir keine einfallen, in welcher noch sein könnte. Es sei denn, es kommt eine neue, aber ihre Leader Skills sind ja für Super Class und Villains, also denke ich, dass eine neue Kategorie kommt. Ich schätze eher Planet Namek Saga, weil sie aus der Planet Namek Saga sind. Freezer hat drei Movie Bosses, Resurrect Warrior und Full Power. Falls ihr euch wundert, warte mal, warum ist Goku? Das ist Super Saiyan AGL Goku. Warum ist denn Super Saiyan 3 Dream of Gods?
Er transformiert sich ja, Freunde. Die Transformationsmechanik haben wir uns vorhin angesehen. Jede Runde, in der er reinkommt, transformiert er sich. Anfang bei Super Saiyan, dann kommt er wieder rein, Super Saiyan 2, wieder kommt er rein, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Und selbes gilt für Freezer, erste Form, zweite Form, dritte Form, Final Form Freezer und Golden Freezer. Okay, jetzt haben wir die Passiven. Jetzt haben wir die Passiven von Goku und Freezer. Gokus Passive ist, er bekommt 120% auf den Angriff, Ki plus 12, das ist ein TOR-Charaktere, das sind keine LR-Leute, das sind TOR-Charaktere. Bekommt dennoch Ki plus 12, 100%ige Crit-Chance und reduziert den Schaden, den er bekommt, um 25%. Hört sich krank an, aber das ist quasi das Maximum, nämlich wenn er die letzte Transformation erreicht, seine Endform erreicht, Super Saiyan Blue, wenn er zum Super Saiyan Blue wird, seine Endform erreicht, bekommt er 120% von Angriff, Ki plus 12, 100%ige Crit-Chance und Damage Reduction von 25%. Heißt, ich gehe davon aus, dass quasi sich das stacken wird. Wenn Goku in Super Saiyan ist, hat er, sagen wir mal, ist nur von mir jetzt so grob, sagen wir mal, der hat dann 60% auf den Angriff, Ki plus 2 bekommt er, hat eine 10%ige Chance zu kriegen, Damage Reduction von 5%. Wenn er zu Super Saiyan 2 wird, hat er dann quasi 70% Angriff. Also ihr merkt es, es stackt sich. Von Stufe zu Stufe, denke ich, wird sich das stacken. Und in der letzten Stufe bekommen wir dann diese Passive. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Freunde. Zuhören. Ja, Kopf, alles einschalten. Ganz wichtig. Nicht, dass ihr irgendwie was anderes verzählt. Wobei das, wie gesagt, ich sage es immer und immer wieder, aber es ist wichtig. Es sind Leaks, Gerüchte, es kann sich noch ändern. Freezer auf der anderen Seite, wenn er seine letzte Form erreicht, nämlich Golden Freezer, bekommt er 120% auf seinen Angriff, Ki plus 12, 100% Crit Chance und hielt sich um 10%. Die zwei Units, wenn das wirklich so rauskommt, krank, richtig krank. Dann kamen noch Leaks zu Piccolo, den Free-to-Play Piccolo, den wir bekommen. Er wird Leader haben, Ki plus 2, HP und Def 30% für Agility-Charaktere, Passive ist Attack und Def 15% und Attack plus 10% pro Ki, pro Rainbow Ki, den er einsammelt. Dann kann sich ja Wissen transformieren, indem er Nail absorbiert. In seine Transformations, wenn er sich transformiert, ist die Passive folgendermaßen, erhält sich um 20%, Attack und Def 60%, Ki plus 2 für jeden Rainbow Orb, den er einsammelt und 12% und 1500 HP pro Rainbow Orb, den er einsam bekommt, zusätzlich hinzu. Auf jeden Fall für den Free-to-Play-Charakter sehr solide. Und hier steht noch dran, er ist ein AOE-Charakter, heißt, er macht Schaden gegen jeden mit der Ulti. Korrekt, finde ich gut. Als ein Free-to-Play-Charakter sehr gut. Dann haben wir noch zum LR Great Saiyaman. Ist vom Physisch-Type, wird er sein. Great Saiyaman werden wir höchstwahrscheinlich aus dem Friend-Summon bekommen. Wird ein neuer Friend-Summon-LR. Leader-Skill ist, er gibt HP, dann gibt 120%, wenn das ganze Team aus Super-Type-Charakteren besteht, also aus Heroes. Und, sorry, er gibt nur HP-Attack auf 100%. Ich weiß, ob ich Ki gesagt habe, denn Ki gibt er nicht. Nur HP-Attack auf 100%, wenn das ganze Team auf Super-Types Verbündeten ist. Ja, passt für Great Saiyaman auf jeden Fall an der Stelle. Passive, er gibt Ki plus für Super-Type-Verbündeten und 50% zusätzlich noch dazu. 50%, Super-Type, alles 50% Watt. 50%, ja, okay, 50% Angriff oder Verteidigung oder beides. Steht hier leider nicht dran, ja, schauen wir mal. Und zusätzlich verringert er die Verteidigung von Extreme-Types um 70%. Alles klar, ich habe kurz in einem anderen Post nachgeschaut und zwar sollten das Verteidigung plus 50% sein, wobei in dem anderen Post Verteidigung plus 40% steht. Also ihr merkt schon, es sind Leaks und quasi kann sich vieles ändern, Freunde, mit Vorsicht betrachten. Ja, links geht's haben wir Level Power, Hero of Justice, Infighter, Shark, Speed, Shark, Limit, Patrol, alles klar. Und dann haben wir noch quasi LR Goku und Freezer Final Form Angel. Das ist wirklich die Szene gegen Jiren aus Dragon Ball Super. Da wirst du noch quasi nicht viel dazu, aber er wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich summonable sein. Bin ich auch davon ausgegangen. Und zuletzt steht hier noch dran, um einen extra Preis vom Super Battle Road zu bekommen. Heißt, wir bekommen für das Super Battle Road einen extra Preis, muss man das Boss Rush Nummer 6, neueste Boss Rush wahrscheinlich, oder an sich ein Boss Rush vielleicht, unter 6 Minuten schaffen. Ihr merkt, es ist ein bisschen vage, weil warum sollte man einen Super Battle Road Preis bekommen, wenn man Boss Rush in unter 6 Minuten schafft? Also, wir wissen, es kommt ein Boss Rush 6 und wir wissen, aus dem Boss Rush 6 sollte es einen neuen Preis geben aus der Mission. Ich denke ja, dass es Boss Rush heißen soll. Und nicht Super Battle Road. SBR ist eigentlich abgezogen für Super Battle Road. Aber wenn wir die neue Boss Rush Stage und unter 6 Minuten clearen, bekommen einen extra Preis. Was dieser extra Preis sein wird, kann ich euch nicht viel zu sagen. Könnte ein guter Preis sein. Könnte ein guter Preis sein, aber ihr merkt schon, Freunde, es ist alles vage. Es sind quasi noch Leaks. Ja, und ansonsten zuletzt
sind quasi noch die Passes von den neuen Great Apes, die ihr Awakening bekommen. Toda, Shugesh und Boros, könnt ihr euch gerne einsehen. Ich lasse sie mal einblenden. Aber Freunde, so viel zu den neuen Leaks, zu den neuen Breaking News. Bitte, bitte, bitte mit Vorsicht betrachten. Ich weiß, sie sind alle in Hype, aber es kann sich auf jeden Fall noch etwas ändern. Die Tage werden wir schlauer. Wie gesagt, ich schätze ein, dass das Ganze anfängt, die 250 Millionen Celebration. Die Bewertung bzw. die Berechnung der Zeitraum geht ja bis zum 21. August. Ich schätze mal, dann wird es ein paar Tage das Ganze berechnet oder eine Woche sogar. Und dann am 28. August sollte die Celebration anfangen, 250 Millionen Celebration, weil da die ganzen Events offline gehen, sowohl Global als auch JP. Und am folgenden Freitag, 31. könnte ich mir vorstellen, Freitag, dass wir dann quasi die neuen Dual-Dokkan-Fest-Charaktere droppen. Mit dem, was wir uns gerade angesehen haben, Super AGL, Super Saiyan Goku und Tech First Form Freezer. Und Mitte September sollte dann quasi unser Ella kommen, Ella Goku und Final Form Freezer aus Dragon Ball Super. Wie gesagt, Freunde, betrachtet das Ganze bitte mit Vorsicht. Ich werde die Links in der Beschreibung setzen. Shoutout an die ganzen Leaker natürlich, Kowai und Nice Seriously. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.